Entschuldigen Sie, wie ich sehe, haben Sie gerade eine Brille bei Wienigfrau gekauft. Waren Sie denn mit dem Service zufrieden? Verfolgen Sie mich etwa? Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Die Stimme in meinem Kopf hatten recht. Bloß nicht Klaus. Denn Klaus ist ein Arschloch. Der lässt mich nämlich nie in seinem Helikopter mitfliegen. Also bei Wienigfrau, da kann man sich sicher sein, dass noch jede Brille handgeklöppelt von kleinen Afrikanern gemacht wird aus dem Okavango-Becken. Und das ist doch mal sehr ökologisch und nachhaltig. Oh, ich habe mir gar keine Brille gekauft. Ich war da nur drin, weil die Verkäufer so süß sind. Denn bei Wenigfrau ist drin, was darauf steht. Wissen Sie, warum ich damals mit dem Bodybuilding angefangen habe? Weil mich die Leute in meiner Schule die ganze Zeit wegen meinem Körper geärgert haben. Und dann habe ich einfach die Aufschriften von meinen Anabolika-Kanülen nicht mehr lesen können und bin ich zu Wenigfrau gegangen und habe mir die perfekte Brille für meinen Körper geholt. Super. Was? Nee, Alter. Im Laden kaufen, das ist so 90er. Ich kaufe meinen Shit nur bei meinem Bro im Internet. Dieser Shit, Digga. Danke, Alter. Ja, ist klar, ja. Sowieso. Junge Hilfe! Wenig Frau. Von Werbung haben wir zwar keine Ahnung, aber unsere Brillen sind der Hammer. Achtung, jetzt neu. Unsere Kollektion aus dem Okavango-Becken.